Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Industry Manager Future Technologies hier bei uns bei der Hobbitzen Inc. in Davensberg, ne? In unserer hübschen Stadt Davensberg. Ja, hier unser großes Kaufhaus, wo wir alles Mögliche an den Mann bringen. Unsere ganzen Erzeugnisse, ne, aus unserer tollen Elektronikverarbeitung, Smartphones, Tablets und so weiter. Wobei das meiste stellen wir nicht selber her, sondern verscheppern ja nur den Dreck, den wir vom Weltmarkt kaufen. Die Handys produzieren wir inzwischen selbst, genauso wie hier auch die Plugins für soziale Netzwerke, die wir beim letzten Mal hinzugefügt haben. Hier das Softwareunternehmen seit dem letzten Mal am Start. Ne? Auch die Unabhängigkeit von den Chemikalien und von den Kunststoffen ist seit dem letzten Mal passé. Wir produzieren das alles selbst. Ja, wir hatten ein kleines Problem mit den ganzen Transportverbindungen, aber das konnten wir dann beim letzten Mal noch soweit klären. Das war nicht das Problem. Wir forschen auch schon wieder fleißig. Ne? Wir sind hier mal wieder bei der Reduzierung der Gehälter. Unsere Angestellten wird das freuen. Und ich denke, der nächste Schritt ist zu sagen, wie können wir uns weiter noch unabhängiger machen. Die Batterietechnologie sind wir am Erforschen. Das sind wir am Tun. Eine Elektrofabrik, da könnten wir Silizium und Chemikalien, diese integrierten Schaltkreise selbst herstellen. Ich glaube, das wäre ein guter Schritt. Eine Mine brauchen wir dazu. Okay. Eine Mine. Was haben wir denn hier in diesem Sektor eigentlich? Silizium ist das hier, ne? Genau, Silizium 78. Was haben wir hier drüben? Silizium 40. Okay, ich glaube, ich weiß, welchen Sektor wir dafür hernehmen. Da hieß es ja auch, nachdem wir ja beim letzten Mal ja auch diesen Test gemacht haben mit Forschungszentren auf unterschiedlichen Sektoren und so, ja, dann kauft ihr doch Sektoren mit weniger Arbeitern und knallt da die Forschung rein und teilt es ein bisschen mehr auf. Ja, sehe ich momentan noch nicht die Notwendigkeit, um ehrlich zu sein. Aber wird mit Sicherheit dann irgendwann mal Thema werden bei uns. Ne? Aber momentan nicht. So, also, eine Mine brauchen wir. Da ist eine Mine und ihr seht auch, dieser Sektor ist schon hart an der Grenze. Ne? Der ist schon sehr hart an der Grenze. Da müssen wir aufpassen, dass wir den Müll oder nicht noch weiter sinnlos zubauen, sondern dann schon eher durchdacht. Und dann wird in diesem Sektor hier weitergebaut. Hier haben wir 1000 Arbeiter. Was haben wir da drüben? 717, okay. Wo könnte man noch kaufen? Na, die Sektoren werden ja von Mal zu Mal auch teurer. Darf man nicht vergessen, hier hätten wir nochmal 1000 Arbeiter zur Verfügung. Hier hätten wir auch Eisenkohle. Hier hätten wir sogar nochmal mehr Silizium. Lithium. Ja, kaufen, komm. Kaufen, was soll's. Wir haben schließlich Asche. Wir haben ja schließlich Asche. Wir sind ja auch ins Aktiengeschäft eingestiegen. Stopp, Moment, hier, genau. Bei der Masterson-Firma halten wir fast 50%, also 49,9%. Na, der war so dumm und hat Anteile verkauft. Tja, sein Problem. Oh, der Kollege fängt auch schon an, Anteile zu verkaufen. Ja, aber den wollen wir nicht. Der krebst mir ein bisschen zu sehr rum. Und bei uns läuft's, ne? Bei uns rollt der Rubel. Unverändert. So, die Mine ist fertig. Okay. Integrierte Schaltkreise, ja, ja. Dann brauchen wir noch eine Elektronikfabrik, meine ich. Sollen wir die hier drüben bauen? Hätte ich gesagt, würde vielleicht Sinn machen, oder? Elektrofabrik, genau, da haben wir sie. Die Unterhaltungselektronik, die haben wir schon. Die hier brauchen wir. Elektrofabrik. So, die bauen wir direkt hier dran. So, ja, das mit den integrierten Schaltkreisen scheint auch schon ein Problem zu sein. Wir sind rückläufig. Wir kriegen wohl nicht mehr so viel vom Weltmarkt. Ne, ich versuche hier das zu verarbeiten, was ich produziere, oder umgekehrt, nur so viel zu produzieren, wie ich auch brauche. So dieses alte Prinzip Lean Management, ne?
Reduzierung von Verschwendung bzw. Vermeidung von Verschwendung und unnötigen Supportaufwendungen und Förderung der Wertschöpfung. Ne, Maximierung der Wertschöpfung. Was bringt mir das, einen großen Lagerbestand aufzubauen? Das bringt mir gar nichts. Kaufe ich mir nur Risiko ein und habe Kosten. Ja, ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Kunststoff sind wir sauber unterwegs, Polymer, Petrochemikalie. Dieses minus 1 beim Rohöl gefällt mir nicht. Da passt eigentlich alles, ne? Wenn ich mir das so anschaue, okay, hier ist mal ein bisschen rückläufig. Aber das sieht in meinen Augen gut aus, soweit. Bis jetzt. Da können wir uns echt nicht beschweren. So, ist das Zeug jetzt nochmal fertig? Jawohl. Okay, ist fertig. So, was wird hier produziert? Diese integrierten Schaltkreise. Also, dann schauen wir mal. Wie viele integrierte Schaltkreise brauchen wir denn? Okay. Gehälterforschung abgeschlossen. Ja, Gott sei Dank. Also 21 Schaltkreise. Ja, Moment, wir gehen mal auf Pause. Okay, also hier brauchen wir echt 0,83. Das ist ja lächerlich. Das lohnt sich ja gar nicht. 0,83, oh Gott. Das könnte ich ja vom Markt kaufen, aber gut, jetzt haben wir die Mine schon, ist ja gerade egal. Also machen wir 0,9 Silizium. 0,6 Chemikalien zusätzlich. Also machen wir hier 0,9 Silizium. 0,9. Oh Gott. Das lohnt sich ja, Mensch. Mega. Wie geil. Wie geil. So. Transport hinzufügen. Warenlager. Transport halt. Warenlager auswählen. Chemikalie hinzufügen. So, zack. Oh, meine Herren. So. Was war das? 0,55. Ja, okay. Oh, ja, wobei, wir haben ja noch im Lager, ne? Wir haben ja noch ordentlich im Lager. Muss ich da jetzt gleich nachjustieren? 0,55? Wir machen 8,4. Und wie viel braucht der hier? 8,35. Ja, ja, ein bisschen brauchen wir wahrscheinlich. Ja, ein bisschen werden wir brauchen. Heißt, wir können vom Weltmarkt diesen Einkauf eigentlich einmal deaktivieren. Hier, genau, das hier fliegt raus. Zack. Ne, produzieren wir ja selbst jetzt. Machen die ja alles selber, die Herrschaften. Gesamtkost. Was ist das? Qualität 1, okay. Ja, mei. Transportkosten ist abgeschlossen, okay. Oh, ja. Ganz schlecht. Man sollte nicht... Beziehungsweise, na, das macht er sogar. Warum wird hier nichts produziert? Oder nicht vernünftig? Was ist los? Bin ich jetzt blöd? Null pro Tag. Jetzt müsste es doch gehen. Okay, ja, passt. Ich war zu ungeduldig. Wie immer. Alles gut. Alles gut. Kein Thema. War einfach nur ungeduldig. Es wurde eins hergestellt. Null verbraucht. Ja, klar, mit diesen ganzen Quetschmengen und so. Ne, da hat er Schwierigkeiten offenbar. Auch hier verbrauchen wir eigentlich so wenig, dass ich da gar nicht nachjustieren muss. Ne, 158 Chemikalien. Ich glaube, da muss ich nicht nachjustieren. 157, 158. Also das können wir, denke ich, im Auge behalten. Das können wir im Auge behalten, ja. Lithium-Ionen-Batterien sind ein bisschen ein Problem. Das ist immer rückläufig, aber da haben wir so viel Bestand noch. Naja, hier, schau doch mal. Das, ein bisschen geht es zurück, die Chemikalien. Ne? Ein kleines bisschen. Aber das haben wir, glaube ich, im Griff. Das haben wir im Griff. Forschungsdauer reduzieren, jawohl. Dann haben wir hier nochmal, das sind nochmal Gehälter.
Und das ist die Batterietechnologie. Software. Da könnten wir... Das waren die eingebauten Systeme. Antivirensoftware. Genau, was haben wir hier noch? Medienverarbeitung. Betriebssysteme, da braucht man ja Gott und die Welt. Eingebettete Systeme. Antivirensoftware, dann machen wir das hier mal. Ne, Antivirensoftware können wir ja auch herstellen, ist ja kein großes Problem. Hoffentlich zumindest. So, wo ist unsere... Hier ist unsere Softwarefirma. Werden wir das alles los eigentlich? Verkaufen wir den ganzen Dreck komplett oder haben wir irgendwo einen Lagerbestand? Smartphones haben wir derzeit einen Lagerbestand. Okay, jetzt wurde wieder verkauft. Gut. Ne, momentan wollen wir eigentlich alles los. Auch hier wollen wir gleich los. Gehe ich mal von aus, dass sich das gleich erledigt. Ja, ja. Okay. VR-Brille. Na, was passiert? Ja, ja, wird verkauft. Alles gut. Kein Problem. Alles gut. Schauen wir nochmal in unseren Baum rein. Lithium-Ionen. Was bräuchten wir hier? Alu, Graphit und Lithium. Die Elektrofabrik haben wir schon. Ne, die haben wir ja gebaut. Haben wir gebraucht für die integrierten Schaltkreise. Also dann können wir eigentlich das Handy komplett selbst herstellen. Sobald die Batterietechnologie erforscht ist, müssen wir halt das in unserer Mine noch beauftragen. Und dann bauen wir das zusätzlich noch. Und dann ist die Handyproduktion ein kompletter Selbstläufer bei uns. Softwareunternehmen, eingebettete Systeme. Da brauchen wir Alu und Kunststoff, die könnten wir auch schon machen. Was ist erforscht worden? Ah, die Forschungsdauer, okay. Nichts Weltbewegendes, na gut. So, dann schauen wir doch mal, wie lang oder wie schnell das Ganze hier vorwärts geht. Ja gut, das dauert schon ein bisschen. Ne? Das ist dann die dritte Stufe, meine ich. Minus 20%. 20 Tage. Naja. Ist noch nicht so schlimm, ne? Batterietechnologie ist das nächste. Ja, ja, das wird okay. Produktionsgebäude. Gehen wir mal nochmal auf unsere... Na, wo ist der denn? Ach, ich kann mir das noch nicht merken, wo der Blödsinn ist. Softwareunternehmen, Heimelektronik? Nee. Unterhaltungselektronik, hier ist es, genau. Nee, ist es auch nicht, Mann. Doch, muss es sein, Unterhaltungselektronik. Das ist doch das. Das ist doch unsere... Bin ich jetzt blöd? Unterhaltungselektronik, hier. Passt doch. Was habe ich denn? Mein Gott. Völlig verwirrt, der Gute. Smartwatch, was haben wir hier noch? PCs, Laptop. Hightech. Digitale Brieftasche. Was ist das? Metallfabrik. Prozessoren. Oh Gott, das sind dann Geschichten der Japfierte, Gott. Da brauche ich eine Farm, eine Tierfarm. Alter, ist das übel. Schau dir mal diese Produktionskette an, ey. Was du da alles brauchst. Oh Gott. Ist ja übel. Da brauchst du eine Metallfabrik für diese Polymer-Nano-Komposit-Metallfabrik. Ja, fertig, Gott. Drohne. Mhm. Raffinerie, Glasfabrik haben wir auch nicht. Also da muss man noch einiges erforschen, habe ich den Eindruck.
Intelligente Brille. Haben wir die Glasfabrik nicht? Batterietechnologie fehlt, Prozessoren fehlen. Was ist bei PCs? Oder fehlt einiges? Tragbarer Computer, HD-Display, Handy-Betriebssystem, langlebige Materialien. Ja, Prozessoren brauchen wir, definitiv. Die müssen wir erforschen, offenbar. Tragbare Computer. Ich sehe nirgendwo die Prozessoren oder habe ich was auf den Augen? Ich verstehe es gar nicht. HD-Display. Heimelektronikfabrik. Drucksystem, mein Gott. Ich sehe da nirgendwo die Prozessoren. Also, ich weiß auch nicht. Bei der Software ist es auch nicht. Hätte mich jetzt auch überrascht. Beim Juwelier, genau, bestimmt. Bestimmt beim Juwelier. Hm. Ich sehe nirgendwo Prozessoren, Leute. Naja. Du hast ein komplexes Produktionsgebäude zur Forschung ausgewählt. Mit dieser Technologie wirst du eine Menge Zeit und Geld investieren müssen. Bla bla bla. Dies kann sich als riskant erweisen. Diese Technologie ist nur Spiel in Erfolg, die mit dem Spiel bereits vertraut sind. Schwierige Kette. Ne, okay, warten wir mal noch. Ne? Spiel macht mir Angst, oh Gott. Dann mache ich halt was anderes in der Zeit, ne? Das Spiel macht mir Angst, definitiv. So, also jetzt haben sie genug zu forschen, die Deppen. Oh! Das ging jetzt aber schnell. Batterietechnologie erforscht. Wow. Das ging jetzt echt flott, oder? Findet ihr nicht? Das ging jetzt richtig flott. Haha. Okay, kann ich jetzt den Blödsinn hier selber machen eigentlich? Batterietechnologie, genau. Verbessern. Sehr gut. Tatsächlich, jetzt kann ich den Scheiß... das Zeug, meine ich, hier selbst produzieren. Cool. Machen wir mal Pause. Was brauche ich da? Alu, Graphit und Lithium. Alu, Graphit und Lithium, okay. 21, ne, Schmarrn, den hier. 38 Lithium-Ionen. 38 brauchen wir. Auch noch nicht so viel, ne? Also Alu 6,2. Machen wir 6,3, 4,4 Graphit, 6,3 Alu, das hier. Graphit. Und was war es noch? 1,9 Lithium, okay. Halt, nein, 1,90. So, okay. Dann müssen wir den ganzen Blödsinn wieder ins Lager transportieren, ne? Also diese ganzen Transportrouten. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Okay, passt. Dann gehen wir darüber. Hier müssen wir natürlich dann auch entsprechend die Transportrouten zusteuern. Ansonsten wird das nichts. Zweimal, dreimal. Graphit. Alu. Und Lithium. Sollte sich das eigentlich ausgehen? Dann brauchen wir den Import vom Weltmarkt nicht mehr.
Können wir deaktivieren, raus damit. Also dann importieren wir keine Rohstoffe mehr. Heißt, wir sind hier auch unabhängig. Schauen wir kurz das Lager an. Lithium, ja, ja, das ist, ne? Aber sollte sich eigentlich gleich erledigen. Was machen die Kunststoffe? Nicht Kunststoffe, sondern Chemikalien. Es ist rückläufig. Man merkt's. Dieses 0,55. Man merkt's, ne? Wir bauen hier unseren Bestand ab. Das ist spürbar. Müssen wir im Auge behalten und eventuell nachjustieren. Nicht nur eventuell, sondern wir müssen wahrscheinlich nachjustieren. Anders wird es nicht gehen. Okay, KI-Forschung abgeschlossen. Ganz toll. Dann wollen wir hier die Belegschaft nochmal forschen, dass wir wieder ein bisschen pushen können. Nochmal plus 10. Und dann ist diese Firma, diese Fabrik am Maximum angelangt. Dann kann ich hier keine weiteren Produktionen mehr anschmeißen. Dann müsste ich schon wieder eine neue bauen. So, aber gut, ich meine, schau mal hier, wir machen immer noch 300.000 am Tag. Also das ist ja recht gemütlich, ne? Hat er nochmal Aktien verkauft? Ne, er war nicht so blöd, okay. Schade, sonst hätte man ja aufkaufen können. Das wäre lustig geworden. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind mal wieder am Ende einer Folge angelangt hier bei Industry Manager. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, bin mal gespannt, wie es bei uns hier weitergeht, auch mit der ganzen Forschung und so, ne? Wenn dann auch der ganze Blödsinn fertig ist, dass wir hier drüben dann unsere Antivirensoftware herstellen können. Naja, bleibt noch viel zu tun. Vielen Dank, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.